Es ist Baujahr 1981. Was war das für eine schöne Zeit? Ich hatte noch lange blonde Haare. Peace, hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Wieder ein Motorrad, wieder ein altes Motorrad. Viele von euch werden sich wahrscheinlich noch erinnern, 1981. Ganz komische Musik ist aus dem Radio ertönt, wie zum Beispiel: Jetzt fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, denn es geht sie los, die Polonaise. Von Blankenese, sowas ist zum Beispiel gekommen. Oder ja, Selbstmordgedanken kommen hoch. Aber nicht alles war schlecht 1981, weil mein erstes großes Motorrad war genau diese da. Das ist ein Baujahr 1981, die CB400N von Honda. Da gibt es eine kleine Geschichte drüber. Angefangen hat Honda mit einem Zweizylinder und 400 Kubik. Und dieser Zweizylinder 400 Kubik Motor, der ist ja eigentlich ein klassischer Motor. Das war damals kein neuer, das war halt eine Weiterentwicklung von den alten Motoren, aber im Endeffekt ja, ein grundsolider, zuverlässiger Motor. Das sieht man heute noch, weil es fahren heute noch, nach fast 40 Jahren, nächstes Jahr wird sie 40, fahren heute noch rum und machen ihre Besitzer eigentlich glücklich. Angefangen hat Honda mit der CB400T. Die haben es aber, glaube ich, bloß ein Jahr gebaut von, jetzt müsste liegen, 1977 auf 1978 und haben in Europa sehr, sehr wenig verkauft davon. Die hat ein bisschen klassischer ausgeschaut, die hat noch so einen rundlichen Tank gehabt, so richtig wie ein altes Motorrad. Heute wäre jeder froh, wenn er so eine hätte, weil sehr viele richten auch diese als Coffee Racer um und dann haben sie halt ja, ziemlich wenig Plastik dran. Ein Jahr später hat sich dann Honda gedacht, Mensch, wir verkaufen die Honda Boldore, die 57er und die 900er, sehr, sehr gut. Und die Verkaufszahlen sind phänomenal. Wir könnten doch die 400er ein bisschen in der Boldore-Optik machen, mit der Boldore-Lackierung und dem sogenannten Euro-Style. Das war damals so ein, ja, so ein Name, eine Bezeichnung für diesen Stil, den man eigentlich heute noch kennt und eigentlich schon wieder als klassisch brandmarkt. Heute, wenn du so ein Motorrad fährst oldschool, ein klassisches Motorrad mit einer klassischen Form, ohne viel Pipapo dran. Und das war damals halt eine absolute Neuentwicklung. Das Tankdesign mit diesen blauen Streifen da hat es bei der Boldore auch gegeben. Und deswegen sagt man zu der eigentlich auch die kleine Boldore, obwohl die Bezeichnung Boldore nur auf ganz wenige zutrifft, und zwar auf die Boldore Edition, da hat es nicht viel gegeben davon, das ist eine. Schön. Wir haben, oder Honda hat sehr viel optisch verändert. Technisch ist sie ziemlich gleich geblieben. Die erste, die mal damals rausgekommen ist, 1979, hatte hinten noch nicht diesen Spoiler, sondern der ging so flach hinten rein. Da sagt man, das ist dann die schmale, das ist dann schon hier die höhere oder die breitere. Dann haben sie am Anfang nur Einscheibenbremsenanlage verbaut. Hinten Trommelbremse ist gleich geblieben. Dann mit der Modifikation kam eben die Doppelscheibe dazu. Hier der Bürzel. Und was das erste Modell von der N gehabt hat, das war ein Kickstarter. Und den haben sie bei dem zweiten Modell leider wegoptimiert.
Wahrscheinlich Kostenfrage. Wahrscheinlich wollte man damals keinen Kickstarter mehr, weil es altbacken ausschaut. Und dementsprechend hat man eventuell gesagt, machen wir es ein bisschen moderner, ein bisschen schlanker, ohne dass da so ein Kickstarter wegschaut. Da schaut sie cleaner aus, machen wir es so. Die ersten Motorräder in Deutschland kamen mit 27 PS raus. Da hat man fast noch keine größeren gesehen, weil in Deutschland, ich sage mal so, wie auch heute auch, die Versicherungen sehr, sehr teuer sind. Damals war ja die Staffelung unter 27 PS, von 27 PS bis 50 PS und von 50 PS bis 98 PS bzw. bis 100 PS. Danach gab es eigentlich nichts mehr. Deswegen haben sie gesagt, wir halten das Motorrad auf 27 PS, weil sie einfach dann kostengünstiger in der Versicherung im Unterhalt war. Man hat sie umrüsten können auf 44 PS. Das war aber ziemlich aufwendig, weil es sind, das war im Endeffekt die Nockenwelle, die schärfere Nockenwelle, die dann eingebaut hat werden müssen. Und das war damals eigentlich nicht einmal so billig. Die Nockenwellen kriegst du heute so für 200 Euro, das ist kein Problem, aber das Einbauen ist halt ein bisschen aufwendiger. Da war noch nichts mit Software. Das war reine Hardware. Die ersten bis Baujahr 81 hat es dann gegeben, eben mit 27 PS offiziell von Honda, und erst ab Baujahr 81 hat es dann auch mit 44 dann schon gegeben, weil sie gesehen haben, dass sehr viele Leute die trotzdem umgerüstet haben. Warum haben sie das gemacht? 27 PS würde ich heute sagen, reichen eigentlich in Tauday. Die hat 44 PS. Jetzt kann ich natürlich ganz leicht spotten und sagen, 27 PS reichen. Ja. Mit 44 PS geht sie besser. Allerdings wirklich nur in den hohen Drehzahlen. Unten herum so bis 6000 passiert eigentlich nicht viel oder nicht viel mehr als mit der 27 PS Variante. Erst ab 6000, da wo die 27 PS Variante eigentlich nur noch Lärm macht und Drehzahl erhöht, aber eigentlich keine große Leistung mehr bringt, da kommt die erst so richtig. Das sieht man hier. 44 PS reichen für ein gutes 200 Kilo schweres Motorrad eigentlich überall hin. Für mich wären die 44 PS oder jetzt dieser A2-Führerschein, ich glaube 48 darf die haben, eigentlich genug. Die Leute wollen immer mehr. Können sie auch haben, sollen sie auch haben, wenn sie wollen, aber eigentlich, wenn man uns ehrlich ist, reichen selbst die 44 PS. Bergauf zu zweit wird es dann eng. Oder wenn man auf Tour fährt, aber selbst das würde genügen, wenn man sich ganz, ganz ehrlich ist. Zur Technik, ein luftgekühlter Zweizylinder, Twin, ohne Hubzapfenversatz, ganz normaler Twin. Heute würden sie einen um 270 Grad versetzen, den Hubzapfen, um einen V-Motor zu imitieren vom Sound her und von der Laufkultur her. Das hat er eigentlich gar nicht, hat er auch nicht nötig, weil der Original-Twin mit seiner normalen Zündung, die gegensätzlich funktioniert, ist sowieso effizienter als ein Motor, der eigentlich mit einem Versatz von 270 Grad ist. Laufkultur ist besser, er vibriert nicht so, Leistungsentfaltung ist besser, aber sie hört sich halt nicht so spektakulär an. Man muss es mögen, aber sie läuft eigentlich ganz ruhig und sie springt auf den ersten Schlag an. Die ist jetzt 40 Jahre alt, hat einen Vergaser drin. Okay, da haben wir jetzt alles gemacht, sauber gemacht und Ventile eingestellt und so weiter. Aber das hat sie vorher schon gemacht. Dass die, wenn warm ist und du drückst ganz kurz auf den Anlasser, dann ist das Ding ruckizucki da mit einer Umdrehung. Und das finde ich unfassbar toll. Das können nicht einmal Einspritzer. Also meine, die ich bis jetzt gefahren habe, die haben das auf jeden Fall nicht gekonnt. Die kann das. Da bin ich ganz stolz drauf. Die ist im absoluten Originalzustand. Das Einzige, was sie nicht hat oder was man da sieht, sie hat einen schwarzen Tachometer. Der Drehzahlmesser ist blau, der Tachometer ist schwarz. Warum ist das so? Die ersten Modelle, wie gesagt, haben 27 PS gehabt und die haben auch blaue Armaturen gehabt. Blauen Drehzahlmesser, blauen Tachometer. Es war es aber so, dass der Tachometer mit 27 PS halt nur bis 160 gegangen sind. Die Endgeschwindigkeit ist angegeben mit 44 PS mit 175. Das heißt, sie würde rein theoretisch schneller laufen als der Tacho.
ich weiß nicht, ob das damals Gesetz war, aber auf jeden Fall haben sie damals den Tacho auch mitgetauscht. Offiziell, wenn du das gemacht hast, beim Honda-Händler haben sie es eigentlich mitgetauscht. Wahrscheinlich haben sie nicht so viele blaue Tachometer gehabt und jetzt haben halt einige einen schwarzen Tachometer. Und daran kann man eigentlich erkennen, mit einem geschulten Blick, ob der 44 PS hat oder 27. Was nichts heißen soll, weil es gibt ja, ich sag mal, normale Hinterhofwerkstätten, die haben das halt im Endeffekt auch ganz normal auf 44 PS umgerüstet und haben halt den Tachometer so lassen. Also es gibt auch 44 PS Maschinen mit 160er Tacho, aber ganz offiziell, wenn es von Honda gemacht worden ist, war im Endeffekt auch der Tachometer dabei. Das Ding hat jetzt ja, knappe 37.000 Kilometer drauf. Das habe ich im März gekauft. Warum? Wie gesagt, weil das eigentlich mein erstes richtiges Motorrad war. Erst habe ich die Herkules gehabt, die XC9, da gibt es auch ein Video, auch bei meinem Kugelbaum. Und das war das erste große Motorrad. Die hatte damals 27 PS und ich habe die damals umrüsten lassen auf 44. Bin die gefahren, zwei Saisons, und habe dann umgesattelt auf die Honda CBX 1006 Zylinder. Mein absolutes Traumbike damals. Und wäre es eigentlich heute auch wieder, wenn sie nicht zu teuer wären. Weil unter 12.000 Euro kriegst du da eigentlich fast gar nichts. Das Problem bei denen Motorrädern ist nicht, dass es nicht mehr gibt. Wenn du ins Mobili reinschaust oder in der Online-Plattform, siehst du eigentlich von der Honda CB400N jede Menge. Die meisten sind umgebaut. Die sind dann auf Coffee Racer oder der Lack schaut, man, der schaut auch nicht mehr so toll aus. Man sieht es ja hier, ein bisschen nacharbeiten muss ich auch noch, aber das ist jetzt nicht das Problem. Die meisten sind halt umgebaut, die sind halt irgendwie angestrichen oder haben einen anderen Sitz drauf, sind aus Coffee Racer irgendwann mal in den 90er Jahren oder Anfang 2000 umgebaut worden und dadurch auch verschludert worden. Und das, für mich ist das Motorrad besonders wertvoll, wenn es original ist und auch original bleibt. Deswegen werde ich den nicht umbauen, sondern ich werde im Originalzustand weiterfahren, weil man sie in so einem Zustand ganz, ganz selten nur noch sieht. Leider. Arbeitskollege von mir hat auch eine, das ist glaube ich ein 84er Baujahr. Das hat dann schon wieder das ganz andere, das neue Design, anderen Lack, Anthrazitfarben. Den hat es nur gegeben in Blau, in Rot und in Silber. Der Nachfolger kam dann in Anthrazit mit einer anderen Designerfolie drauf, die dann hier so unten dran. Aber so schaut es eigentlich genauso aus. Was gut ist bei dem Teil, und das gefällt mir, und darum wollte ich wieder so eine haben, ist A, natürlich die Farbkombo, ist für mich die schönste, das Silberblau. Aber auch der Frontfender ist aus Stahl. Und deswegen gefällt mir rein das Motorrad von der klassischen Linie her mit Abstand am besten. Selbst die Blinker sind original. Und die waren damals schon schier. Und die sind heute auch noch schier. Aber irgendwie schön schier. Schön schier. Ja. Und man kann zu zweit damit fahren. Sie ist sehr, ich hoffe, sehr zuverlässig. Ich werde heute mal nach Regensburg fahren damit zum Polo-Händler und werde mal schauen auf längere Strecke. So lange bin ich es noch nicht gefahren, auf längere Strecke. Obwohl, wie ich es abgeholt habe, bin ich von Hof runtergefahren. Es waren auch 150 Kilometer. Also bis jetzt macht sie mir einen zuverlässigen Eindruck. Schaltung geht ganz gut. Sechsganggetriebe, das hat der Vorgänger auch nicht gehabt. Die hat nur ein Sechsganggetriebe, das heißt, sagen wir, in dieser 400er Klasse damals, gab es überhaupt ein Sechsgang in der 400er Klasse damals? Wundert mich, wenn es so wäre. Ich glaube, die anderen haben alle Fünfgang gehabt. Wie gesagt, der Vorgänger hatte auch Fünfgang, der hat Sechsgang. Die gehen eigentlich recht leicht rein, funktionieren auch gut. Und was er noch hat, und das gefällt mir sehr gut, er hat einen Hauptständer. Ja, im Alter wichtig. Das war, dass er halt richtig schön steht, meine ich. Also, das Motorrad. Das, was nicht so toll ist, der Seitenständer. Der blende ich noch rein. Der Seitenständer macht genau das, was er eigentlich nicht soll. Der klappt automatisch ein. Warum? Früher war es so, du hast früher den Seitenständer rausgemacht und dann ist er draußen geblieben. Das Problem war, dass damals sehr viele verunglückt sind. Die sind losgefahren, haben den Seitenständer draußen lassen, sind losgefahren, auf der Geraden kein Problem, in die Kurve rein, Rechtskurve kein Problem, Linkskurve, bumm, abgehebelt und rein in den Graben und fort waren sie. Dann hat der Gesetzesgeber gesagt, wir müssen
diesen Seitenständer irgendwie sicherer machen und haben einfach gesagt, ihr müsst jetzt eine Rückholfeder reinbauen. Und das ist das Problem bei diesen Motorrädern. Heute macht man es ja nicht mit Rückholfedern, sondern mit irgendwelchen Schaltern, dass wenn du den Gang einlegst, dass dann der Motor ausgeht, wenn der Seitenständer draußen ist, dass es in der Anzeige angezeigt wird und und. Aber früher hat man es im Endeffekt mechanisch gemacht. Und das war saudoof, weil die 170.000 hat das auch gehabt. Und da sind einige Motorräder, wenn es leicht bergab gegangen ist, hast du zwar einen Gang rein, aber einige Motorräder sind dann umgefallen. Und das hat den Leuten jetzt nicht so toll gefallen, mir im Endeffekt auch nicht. Klassische Linie, schöner Tankverschluss, wunderschöne Armaturen, finde ich perfekt, zeigt alles an, was anzeigen sollte. Mehr brauche ich nicht, ich will kein digital Gedöns und bei der Yamaha MT-01 ist ja auch digitale Anzeige dabei. Das will ich einfach alles nicht, ich will einfach bloß zwei klassische analoge Instrumente. Geschwindigkeit und Drehzahl, mehr brauche ich nicht. Und die Anzeigen halt für Turn, Öl, Neutral und High Beam, also für Fernlicht, selbst das breche ich nicht. Ja, aber das ist halt leider vorgeschrieben. Chromstar-Folgen, die in Gold, gibt es auch selten, schwarzer Motor, goldene Folgen. Wie gesagt, das ist die Boldor-Edition und die normale hat einen silbernen Motor gehabt und silberne Folgen. Ja, das war jetzt ein kleiner Ausflug nach 1981. Ich hoffe, es war für euch ein bisschen interessant, es hat euch gefallen. Alte Motorräder haben für mich einen gewissen Charme, den ich nicht erklären kann. Natürlich Erinnerung, aber natürlich auch pure Technik. Da gibt es nicht viel Elektronik, da gibt es überhaupt keine Elektronik außer Zündung und der Batterie und Licht und Blinker und so, aber so Assistenz, Fahrassistenzsysteme und so weiter sucht man vergebens und da bin ich ganz froh drüber, denn das muss nicht sein. Man hat sie nicht grundsätzlich umgebracht, bloß weil man kein ABS gehabt hat oder keine Traktionskontrolle oder Anti-Wheelie-Control und Kurven-ABS und Rain und Street und was in der Teufel noch was. Ist das für mich mehr Motorradfahren als mit den neuen Motorrädern? Leistung ist in dem Fall völlig egal, obwohl sie gut geht. Ich fahre im Schnitt so meine 90, 95 auf der Landstraße, weil es ist für mich ein perfektes Tempo damit. Und es überfordert keinen und es macht im Endeffekt Laune ohne Ende. Der Zonko und die von 1000 PS würden sagen, das ist ein Leihwandsmotorrad. Und das ist es. Das war's. Ich wünsche euch viel Spaß. Vielleicht bis zum nächsten Mal bei mir hier am Kugelbaum. Servus, sagt Locker, euer Focker.